Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wir werden heute mal so ein paar neue Parts an der Gitarre bei dem Song Under the Bridge untersuchen. Zum einen möchte ich gerne nochmal in diesen A-Dur-Teil gehen, der bei mir noch nicht ganz so locker sitzt. Und auch diese Transition-Akkorde, die irgendwie gestern auch nicht so richtig cool waren. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, die zu greifen. Da würde ich mir noch was überlegen. Ansonsten gehe ich nochmal an das Intro. Da ist mir noch eine ziemlich schockierende Sache aufgefallen. Das machen wir dann als zweites. Vielleicht nochmal kurz zum Aufwärmen ein paar Oktaven. Cool. Einfach ein bisschen willkürlich Oktaven nehmen. Genau, ab der Seite muss man ein bisschen anders die Oktaven greifen. Ist ja klar. Okay, naja, soll einfach mal reichen. Weiß nicht, ob das so viel gebracht hat. So. Einmal ein bisschen wiederholen. Ich glaube, Instrumentenfreak hat gesagt, wenn ich singe, dann spiele ich viel lockerer. Das war mir so gar nicht aufgefallen, aber es ist natürlich cool, dass dir das auffällt. Und ich versuche jetzt einfach mal auch ein bisschen lockerer zu spielen, weil letztendlich so langsam werde ich ja auch sicher hier mit diesen Parts. Ja, auch der Refrain. So, und dann geht's irgendwann. Diese lustige Transition, das ist einmal F Major 7, der war völlig ungreifbar für mich. Wie war der denn nochmal gleich? Hier so ein Barré, also zwei Barré-Griffe quasi, einmal den, wobei eigentlich reicht hier ja sogar, wenn ich nur diesen Ton hier greife, ne? Weil der Rest wird ja durch den vierten Finger dann abgedeckt. Und dann hier noch den kleinen. Wahnsinn. Boah. Ich würde das ja eigentlich gerne können, aber es ist einfach zu verlockend, den verkürzt zu spielen, weil das sofort gut klingt. So, und dann bei Justin TV, ne, bei unserem lieben Justin, den ich irgendwie total sympathisch finde, der begrüßt dann immer so cool. Hey, how are you? This is Justin. Aber es ist richtig, ich kann das gar nicht. Es ist so fast so ein bisschen christlich. Wisst ihr, was ich meine? So diese Leute, die so in Jugendgruppen oder sowas, ne? Die sind immer auch so unfassbar, die haben immer diesen friedlichen Heiligenschein, so. Die haben so eine Ausstrahlung, so, ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber so, ich denke mal auf so Jugendfahrten, auf so Pilgerfahrten oder in TC, da gibt es ja so ein Camp, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich war da noch nie, aber trotzdem, das ist so, ich glaube, da es gibt, oder so beim Weltjugendtag oder so, da gibt es immer so viele Leute, die einfach so vollkommen Frieden ausstrahlen, und der Justin ist auch so ein Typ. So, ist ja auch egal, ist ja auf jeden Fall ein super netter Typ, und wie dem auch sei, dieser Griff, genau, es ging eigentlich um den Griff dabei. Wie ging der denn jetzt gleich nochmal? Also das war F Major 7 hier. So, ungefähr hier. Das ist, glaube ich, jetzt ein Mollgriff, den ich hier brauche. Ja, das war der, glaube ich. Und dann kommt der hier, der kleine Finger. Das funktioniert. Also nochmal. Ach, Blödsinn. Wie war denn der jetzt? Hier.
den doch, soll ich das mal so üben? Also ich meine, das kommt schon cool rüber, oder? Wenn man den so greifen kann, ne, dann spielt man das und alle Gitarristen, die einen dabei sehen, die gähnen erstmal, bis dieser Akkord kommt und alle denken, boah geil, der kann ja diesen F Major greifen. Ach, das macht so Bock, ich will dann immer direkt weiterspielen. Nochmal. Nee. Achso, ich kann auch... Genau, ich muss den kleinen Finger erst hier noch im 10. Bund haben, auf der E-Seite, und dann gehe ich rüber auf die A-Seite. Schauen wir nochmal. Wie ging es nochmal los? F Major. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriege, wirklich so zu greifen. Ich spiele den erstmal so, sorry. Wie war denn der? Ach Mann. Ja, noch einmal. Noch einmal. Der klingt schon wesentlich besser, wenn man dieses... was ist denn das jetzt nochmal für ein Ton? F, ne? Das ist der Grundton F, ja. Also, wenn man dieses F noch mitspielt, das hat schon einen gewissen Vorteil. Und mein Mittelfinger, den darf man nicht zu weit raus zeigen, sonst kommt direkt dieser hier zustande. Weiß ich nicht, der hat im Prinzip keine Aufgabe bei diesem Akkord, der hängt hier dumm rum, hat ausnahmsweise mal nichts zu tun. Ich kann einfach nochmal hier irgendeine Seite greifen, so pseudohaft. Nee. Nee. Sorry. Bin hier noch sehr unentschieden. Okay. Das muss ich jetzt einfach öfters mal machen. Okay. Dann gehen wir einfach mal zum Intro. Ich nehme noch mal eben einen Schluck. Weil nämlich, ich habe das Intro ja schon einmal gemacht und dabei ist mir eine sehr, sehr schockierende Sache nicht aufgefallen. Das fand ich aber echt grausig. Hier steht irgendwo so ganz klein, so mit Sternchen, Represent Chord Names Respective to Capote Guitar. Also die denken wirklich, man macht sich hier fürs Intro einen Capodaster drauf, sodass man eben etwas leichtere Griffe hat. Und klar klingt das dann nach dem Song, aber soll ich dann das Capo schnell abnehmen, wenn ich dann in die Strophe gehe? Also das ist doch irgendwie eine Zumutung. Deswegen habe ich mal wieder gestern Abend mir so ein paar Videos angeguckt. Das werde ich jetzt nicht großartig ausbreiten. Ich fürchte, ich habe auch keins mehr offen von gestern. Ich hatte hier nur einmal die Tabs. Hier steht es auch without Capo. Sieht ziemlich kompliziert aus, wenn man das so liest, aber in den Videos, die man so bei YouTube findet, findet man ganz, ganz viele, die das auch alle richtig machen, dass man im Prinzip so einen C-Dur-Griff machen kann, also diesen hier, allerdings mit dritten, vierten, fünften, also ihr wisst schon, welche Finger ich meine, also Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger. So, und dann kann ich das um zwei Bünde verschieben. Bin ich jetzt richtig? Weiß ich nicht. Und dann muss ich mit dem Zeigefinger hier noch so ein bisschen Barré greifen. Geht eigentlich nur um zwei Seiten dabei. So, wie war das jetzt? Ja, das klingt doch schon mal richtig. Das müsste jetzt ein D-Dur sein. Genau, und dann bin ich direkt auch im richtigen Voicing, um dieses Picking zu machen. Es gibt Leute, die nehmen das Plektrum dafür.
Ich werde aber wahrscheinlich das zupfen, weil das... Ja, genau. Weil das eben die originale Spielweise ist. So, gleich geht's los mit diesem Lauf. Ich versuche das nochmal ein bisschen sauberer zu zupfen. Okay, dann geht's da-da-da-da-dum. So, und hier wieder auch ein Barré-Griff und dann... Achso, das ist dann Fis-Dur, genau. Da, 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 da. Und dann wieder zurück. Da macht man dieses... Da, 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 da. Da, 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 da. Ah. Nee. Wieso bin ich jetzt falsch? So. Ich glaube, da muss man so einen Hammer-On machen. Aber ich brauche doch diesen Finger da, ne? Ich brauche ja den kleinen, um den Basston zu halten. Wie soll ich dann dieses da-da-da-dam? Und dann gibt's... Nee. Ja, irgendwie so muss es auf jeden Fall gehen. Also, dass man hier sagt, nimm dir mal ein Capodaster in den zweiten Bund, das finde ich ziemlich, das ist eine ziemliche Zumutung. Also, das steht im offiziellen Songbook der Red Hot Chili Peppers. Das ist doch wirklich ein Witz, oder? Das kann man doch nicht sagen. Einfach mal die Tabs für eine transponierte Gitarre zu schreiben, wenn völlig klar ist, dass man es nicht rechtzeitig schafft, von da aus in die Strophe zu wechseln. Nee, nee, nee. Schrecklich. So, und dann, wenn man, dann können wir mal diesen Lauf nochmal machen, wobei das alles noch sehr schwierig ist. Also ich würde erstmal, glaube ich, hier ein bisschen mich versuchen, an diese Akkordgriffe zu gewöhnen. Genau, und man soll das einfach mit dem Daumen die ganze Zeit machen, diesen Lauf. Dass man... Nein. Dass man nicht alle Finger gleichzeitig vorbereitet haben muss, sondern immer nur die als erstes drankommen. Und dann hat man halt echt viel Zeit, um wirklich alle Töne auch hinzusetzen. Und dann geht's los mit den Akkorden. Nein. Times... Ah. Sometimes I feel like I... Na komm, das schaffen wir besser. Mensch, jetzt kann ich tatsächlich alle Teile spielen. Ich habe das Intro mal gespielt, ich kann es nicht, aber ich weiß zumindest, wie man es macht, ja, also wie man da irgendwie durchkommt. Strophe ist klar, sogar in beiden Versionen, einmal als Barré-Chord und dann einmal diese etwas bewegte Version. Ich finde, die funktioniert auch relativ gut. Thank you.
Refrain klappt auch schon halbwegs. Ja. Der Instrumentenfreak hat mir auch noch mal gesagt, den Tipp gegeben, einfach mal mit zu Augen üben oder einfach mal nicht hingucken oder sogar einfach mal das Licht auszumachen und im Dunkeln quasi zu üben. Das versuche ich jetzt auch mal immer ein bisschen öfter zu machen, indem ich einfach mal in die Kamera schaue. Es geht ja auch darum, wenn ich jetzt mal irgendwie in einer Auftrittssituation Gitarre spielen sollte, das sieht einfach Panne aus, wenn ich die ganze Zeit da beschäftigt bin, selbst wenn ich dabei singe oder so. Man muss natürlich den Kontakt irgendwie zum Publikum dann auch haben, indem man da auch mal hinguckt. Apropos Kontakt zum Publikum, wir schauen mal ins aktuelle Video. Da gibt es schon 16 Aufrufe und 2 Kommentare. Die lesen wir natürlich sofort mal vor. Da ging es noch darum, dass ich hier endlich diese Saiten mal geschnitten habe und die Zangen irgendwie versucht habe zuzuordnen, welche Zange sich da am besten eignet. Ich habe halt keine Kohle für einen Saitenschneider, deswegen musste ich irgendwie so eine Kneifzange nehmen. Und die erste, die ich ausprobiert hatte, war eine Abisolierzange. Ja gut, das ist klar, dass das nicht wirklich funktioniert. Und ich habe von meinem kleinen Zusammenbruch im Schwimmbad erzählt. Das war der 40. Übetag, ja. Also demnächst esse ich ein bisschen mehr, wenn ich schwimmen gehe. So, dann haben wir hier in dem gestrigen Video noch eine große Diskussion darüber, ob das Fingerknacken gut oder schlecht ist. Wir sind uns da, glaube ich, alle sehr einig, dass das Knacken mit den Fingern eine furchtbar schlechte Angewohnheit ist. Man macht das dann immer öfter im Zweifel und dann knackt es auch immer öfter, ja, und man hat immer das Bedürfnis, man müsste das machen. Ich versuche das natürlich ab jetzt zu vermeiden, ganz klare Sache, wobei es, glaube ich, tatsächlich nicht schädlich ist. Also dass man jetzt Gelenkschäden davon kriegen würde, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe das, meine ich, schon mal gehört, dass das durchaus unschädlich ist. Gut, habe ich noch was zu erzählen? Diesen Verband habe ich übrigens, weil ich vorhin schon Blutspenden war und man soll den ja 3 Stunden drauf lassen. Einer Freundin von mir ist das mal passiert, dass sie meinte immer so, bei ihr wäre eigentlich nach einer halben Stunde schon kein Blut mehr. Und dann hat sie noch auf mich gewartet und dann in Verband gelöst und dann spritzte auf einmal das Blut aus der Hader nochmal raus und die Ärzte oder die Schwestern oder die Bediensteten da sofort dahin, wieder neuen Verband drum und so, nochmal was zu trinken gegeben und so. Die verhätscheln einen da ganz schön, was ja echt toll ist. Man fühlt sich da sehr gut aufgehoben und man tut ja auch was Gutes. Man geht da mit einem guten Gefühl auch raus. Allerdings muss ich auch sagen, ist es schon fast ein Privileg, überhaupt Blut spenden zu dürfen. Ich habe da heute auch, glaube ich, 3 DIN A4 Seiten an Fragen beantwortet, also wo ich das letzte Mal im Ausland war, ob ich mich tätowieren habe lassen oder ob ich irgendwelche Wunden hatte, ob ich erkältet war, ob ich irgendwelche Tabletten nehme. Also ich glaube, man darf sogar in der letzten Woche kein Aspirin genommen haben. Das ist bei mir immer so eine heikle Sache, wenn ich mal gefeiert habe und ein bisschen mehr getrunken habe. Ist das so manchmal so, dass ich gerne noch vorm Schlafen gehen eine Aspirin nehme, weil ich mir einbilde, dass es mir dann am nächsten Morgen besser geht. Aber das habe ich natürlich jetzt die letzten 7 Tage auf jeden Fall vermieden. Ich glaube auch schon seit längerem habe ich das nicht mehr gemacht. Aber nichtsdestotrotz, da muss man ja erstmal drauf kommen, ne? Dass man dann unter Umständen kein Blut spenden darf. Und es gibt so viele Erkrankungen oder Impfungen oder kann irgendwas passiert sein, weswegen man auf einmal für den Rest seines Lebens nicht mehr Blut spenden gehen darf. Und dementsprechend empfinde ich das fast schon als Pflicht, dahin zu gehen, weil es eben nicht so vielen vorbehalten ist. Ich glaube, beim Roten Kreuz sind die Sicherheitsauflagen nicht ganz so krass, aber beim Uniklinikum, wo ich das mache, da ist das so. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer sich körperlich gut konstituiert fühlt,
sollte sich mal überlegen, Blutspenden zu gehen. Okay, in dem Sinne, ich freue mich auf eure Comments, auf euer Feedback und wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.